Hallo ihr Lieben, es ist schon nach Mitternacht, deswegen rede ich jetzt ein bisschen leiser, damit die Nachbarn nicht aufgeweckt werden. Ich wollte trotzdem mal kurz eine Roomtour mit euch machen, weil ich das schon nie in Deutschland mache. Dachte ich mir, ich mache das mal jetzt hier in Brasilien und ich stehe jetzt hier vor der Wohnungstür und zeige euch das mal. Ja, hier ist die Wohnung und wir gehen jetzt rein. So, immer schön zusperren, weil in Brasilien, ja, muss man schon ein bisschen auf die Sicherheit achten. Deswegen mit dem tollen Hello Kitty Schlüssel einmal zusperren. Und ich rede jetzt lieber nicht zu lange, weil sonst dauert das Video wieder ewig zum Hochladen. So, zweimal umdrehen. Und genau, ihr habt schon gerade fast die halbe Wohnung gesehen. Hier ist das Wohnzimmer. Ja, so sieht eine brasilianische Wohnung aus. Eigentlich wie bei uns, ein Tisch. Dann hier Couch, ganz wichtig in Brasilien der Fernseher, der läuft hier fast immer, jetzt gerade zum Glück nicht. Und ja, eigentlich echt sehr schön. Und ja, das Fenster ist immer offen, Tag und Nacht, weil es hier echt immer warm ist. Können wir mal kurz rausschauen. Da hat man einen schönen Ausblick. Hier wohne ich im 11. Stock. Ja. Eine große Straße ist hinter mir und hier noch ganz viele andere Wohnblocks. Und ja, es ist schön warm. Ich stehe hier im T-Shirt und mit meinen Hawaiianas. Wirklich schön, wenn es immer so schön warm ist. Ich mag das gern. Dann ist hier ein Schlafzimmer. Und hier ist ein Zimmer. Genau. Noch ein Fenster. Dann ist hier ein Badezimmer. Ich glaube, das ist nicht so interessant. Ja. Also wie man sieht, eigentlich sieht eine brasilianische Wohnung aus wie bei uns eine Wohnung. Hier hängen ein paar coole New York Bilder. Hier steht ein Computer, wo ich gerade eben auch auf YouTube geschaut habe. Und hier ist mein neues Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Jetzt in einen wichtigen Raum. Ach ja, hier ist noch was Interessantes. So kommt das Wasser hier immer an. Das sind wie viele Liter? Sehr viel Liter. 10, keine Ahnung wie viel. Man kann das Wasser aus der Leitung nämlich nicht trinken und deswegen muss man das immer hier draus trinken und in so kleine Flaschen abfüllen. Und dann kommt es immer in den Kühlschrank, damit es immer bem gelado ist. Die Brasilianer mögen es immer eiskalt. Bier, alles muss immer eiskalt sein. Ja, ein brasilianischer Kühlschrank, ziemlich leer, wie man sieht. Hier, ganz typisch für die Gegend, Pitu. Das ist Cachaça eigentlich, aber ich glaube, hier ist er nicht pur, sondern mit irgendwas gemischt. Und jetzt ist mir was runtergefallen. So, ja, ziemlich leer, typischer Kühlschrank für junge Leute. Was gibt's hier noch? Ketchup. Ganz wichtig, Ketchup wird hier mit allem gegessen. Dann, ja, Saft wird hier viel getrunken und ganz viel Reis gegessen. Ja, dann hier ist noch der Abwasch. Genau, hier hängt die Wäsche und hier ist so ein, das finde ich auch sehr lustig, so ein Loch in der Wand und da ist kein Fenster drin, das ist immer offen. Kalt wird, deswegen braucht man da gar kein Fenster und ja, kein Fenster nötig. Ja, dann ist hier noch ein kleines Bad, genau, mit Dusche. Was auch lustig ist, in Brasilien schmeißt man das Klopapier nicht in die Toilette, sondern man schmeißt es in einen Mülleimer. Finde ich auch sehr kurios irgendwie, wusste ich davor auch nicht. Deswegen steht da immer so ein Mülleimer. Ja, sehr interessant. Genau. Gekocht wird hier in Brasilien immer mit Gas. Genau. Ja, aber das ist auch nicht so viel anders als mit einem Ceranfeld zum Beispiel. Ja, was gibt's hier noch? Ah ja, was ich mir noch zeigen wollte. Hier wird Milch immer aus Milchpulver gemacht. Finde ich auch sehr lustig. Habe ich vorher noch nie getrunken, aber die Milch schmeckt nachher wie normale Milch. Ja, dann, man isst sehr viel Reis.
viel Couscous und viele Cracker. Ja, genau, das sind so die Vorräte. Ja. Eigentlich nicht so spektakulär. Hier zwei Vögel. Und jetzt ist es auch schon 10 nach 12. Schlafenszeit. Auch hier in Brasilien bei euch ist es schon 4 Stunden weiter. Also 1, 2, 3, 4, 4 Uhr 10. Und ich gehe jetzt auch gleich mal schlafen. Noch kurz duschen. Und genau, dann geht es in die Haia. Also, ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.